So. Es regnet. Es regnet an Tag 2 unserer Karpatenreise. Der Wetterbericht oder beziehungsweise die Regenprognose, die sieht echt nicht gut aus. Jetzt will ich mal kurz ans Motorrad gehen. Tja, also die gestrige Fahrt, die war natürlich super, ne? Vom Wetter her. Das ist aber auch alles gewesen. Der ganze andere Rest war ziemliche Scheiße. Wir hatten ja auf der Autobahn an dem Kreuz 24 und 14, was ist das? Kreuz Schwerin, wer ist das? Da gab es dann plötzlich eine Vollsperrung. Ging es nicht mehr weiter auf der 24, da mussten wir über die 14 ausweichen und dann stand da auch U7 folgen Richtung Berlin. Und dann ging das dann über Ludwigslust und da ging dann die U7 dann durch die Stadt dann und wir bogen immer nur ständig rechts ab und plötzlich fuhren wir wieder Richtung Westen und haben gedacht, das kann doch nicht richtig sein. Wir fahren jetzt wieder Richtung Lüneburg zurück. Da sind wir eigenmächtig umgedreht und dann wieder auf die Autobahn zurück und plötzlich stand da dann wieder Berlin hier folgen auf die Autobahn. Das ist dann die U5A gewesen plötzlich. Und habe gedacht, ja, es hat sich herausgestellt, dass da entweder alte Schilder oder es hat sich just bevor wir da lang gekommen sind eine neue Situation ergeben. Also die waren noch nicht in der Lage, da die Schilder zu aktualisieren. Es war eine riesengroße Katastrophe da. Da mussten wir die 14 nach Schwerin hochfahren. Das ist natürlich auch eine völlig andere Richtung als die, in die wir wollten. Und von dort sind wir dann... Guck mal, wie schön das hier aussieht. Ja. Das ist der Schlosspark hier. Da sind wir dann die B321 wieder Richtung Südosten gefahren. Und da war dann auch ständig gesperrt. Ich hätte das gar nicht gewechselt irgendwie, also ganz egal, ob man in Schwerin oder in Ludwigslust oder auf der Höhe A24 Richtung Berlin wollte, es war überall gesperrt, als wenn da plötzlich ein, ich habe schon das Schlimmste befürchtet, echt, als wenn da Naturkatastrophe oder irgendwie großflächig alles überschwemmt oder so, man kam nicht rüber Richtung Berlin. Wir sind dann über Schleichwege und naja, mehr oder weniger gesperrte durch Baustellen. Und, naja. Ja, jedenfalls sind wir hier angekommen. So, und jetzt sind wir hier im Schlosspark Hotel Salgast. Wir haben 6.44 Uhr. Jackie und Klaus sind noch nicht da, aber für uns ist jetzt die Nacht vorbei. Wir lagen ja gestern schon relativ früh. Und deswegen um 6 Uhr aufgestanden, also willst du dann noch lange auf dem Zimmer bleiben. Gut, also, heute, das habe ich noch gar nicht erzählt, heute geht es nach Olmütz. Das sind von hier aus 420, 430 Kilometer. Wir werden vermutlich auch noch mal wieder ein bisschen Autobahn nehmen. Klaus hat gestern in Erfahrung gebracht, oder will in Erfahrung gebracht haben, dass für Motorräder in der Tschechei keine, in Tschechien, keine, bei den Tschechen, keine Maut erhoben wird. Da werden wir uns mal überraschen lassen. Weil bei dem Wetter hier, wenn das den ganzen Tag durchgängig so nieselig und regnerisch ist, dann werden wir höchstwahrscheinlich Autobahn nehmen. Wir mal sehen. Ich meine, wenn es so bleibt wie jetzt, dann ist es ja nicht mal dramatisch. Dann ist ja noch nicht mal schlimm. Na gut, also, bleibt gespannt. Ich frühstück jetzt mit den anderen zusammen und dann geht's nachher los. Jawohl, macht's gut. Seid ihr schon da? Ja, weder Ute noch
Spritze. Okay. Wird nicht durch. Ja, gegensprechend gescheitert. So Leute, wir sind in Tschechien auf einer Autobahnraststätte kurz vor Königgrätz. Wir haben es noch ungefähr 140 Kilometer, 150 Kilometer bis nach Olmütz, unserem heutigen Etappenziel. Und bis eben hat es geschüttet, die Mutter aller Regengüsse haben wir erlebt. Meine Güte, ey, war das ein Mist. Abbelt. Ich muss mal gucken, warum das Mesh schon wieder nicht geht. Mesh Intercom on. Dran, dass du dein Mikro wieder verbunden hast. Jetzt seid ihr da, ne? Meinst du, dass ich mich auch schon treffe? Ist der Mesh? Nee, komm, hören wir es jetzt gut? Jetzt, Zittle. Guck mal. Ich geh auch wieder Bandstag ein. Aha. Okay. Moment. Jetzt. So, das war jetzt unsere letzte Pause. Naja, einmal müssen wir noch tanken. Stimmt. Also doch nicht die letzte Pause. Was ist los? Ich habe nicht gesehen, dass ihr losgefahren seid. Bitte? Ich habe nicht gesehen, dass ihr losgefahren seid. Ach so. Ich dachte, ihr sortiert euch noch. Wir waren verwirrt. Wir sortieren uns während der Fahrt. Das möchte ich erleben, ich Spatzel. Ja, wir machen dann bitte die Kamera an. Ja, bitte. So, der Regen ist jetzt durch. Laut Wetter-App. Da hinten ist er. Da wollen wir aber ja nicht hin. Wie es da aussieht, guckt euch das mal an, ey. Boah. Fährt sich auch nett auf Regenfälle. 1,8 Kilometer reicht's raus, ne? 1,8, ja genau. Ja. Auf die 84, sagt er. Oh, das war ein Regen vorhin, du. Leute. Also Leute. Ja, da haben wir natürlich nichts gefilmt, als es so geschifft hat. Wir sind also praktisch von Salgast bis hierher gefahren im Regen. Mehr oder weniger doll, hauptsächlich aber doll. Eher seltener, ein bisschen weniger. Also, echt, das willst du alles nicht haben. Gut, aber ungefähr seit einer halben Stunde ist das alles durch. Dreiviertel Stunde und jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir noch mal kurz eine Pause hier auf der Autobahn. Raststätte, bevor es jetzt gleich runtergeht von der Autobahn. Hoffentlich jedenfalls. Ich weiß gar nicht, wie lange Autobahn noch geht. Ja. Und die Gaststätten sind wirklich zu empfehlen auf den Autobahnen. Die sind sauber. Also Leute, ihr macht euch keine Vorstellung, wie angenehm das hier auch in Tschechien auf einer Autobahnraststätte ist. Im Gegensatz zu dem Deutschland da. Also echt, ey. Die Autobahnraststätten in Deutschland, die kannst du alle in die Tonne treten gegen das, was du, also grundsätzlich in die Tonne treten, aber das, was du hier vorfindest, ist unfassbar. Sowohl preislich, es ist alles angenehm im Preisrahmen, die Toiletten sind alle super picobello sauber, unglaublich. An den Tischen hier gerade hast du Steckdosen und USB-Anschlüsse, damit du deine Geräte aufladen kannst. Da würden die Deutschland nicht mal dran denken, da sind die meilenweit entfernt von solchen Einfällen. Also echt doch. Naja. Aber wir haben Urlaub. Wir haben Urlaub, Tag 2 unserer Reise in die Karpaten. Ich muss jetzt das alles nachholen zu erzählen, was ich vorhin hatte erzählen wollte, aber nicht konnte, weil es eben gepisst hat die ganze Zeit. Tja, und wie man sieht, sind wir hier auf der Autobahn. Das haben wir haben von vornherein gesagt, weil die ersten beiden Tagesetappen über 400 Kilometer gehen, haben wir gesagt, dann nehmen wir gleich Autobahn, weil sonst kommen wir nicht voran. Das geht ja noch eine Zeit lang weiter mit der Autobahn. Vermutlich, ja. 29 Kilometer auf jeden Fall. Ja, und hier sind wir hier schon in Königgrätz.
geht es dorthin auch noch ein bisschen weiter. König Erz, erinnert ihr euch, da waren Bolle und ich auf der Rückfahrt unserer Karpatentour 2017 im Hotel. Fast hätte ich gesagt, muss man nicht unbedingt durch die Stadt, aber da werde ich ihr wahrscheinlich auch Unrecht tun. Jede Stadt hat ja irgendwie ihre schönen Ecken auch, aber die hatten wir damals irgendwie nicht gesehen. Was war da? Motorradfahrer. Hat so nett gegrüßt, okay. Da habe ich gedacht, den können wir nicht so ziehen lassen. Ach so. Ja, das fällt auf. Die Motorradfahrer im Gegenverkehr in Tschechien grüßen. Auf der Autobahn, wohlgemerkt. In Deutschland hast du das ganz selten, dass man einer grüßt. Eher nie. Ja, wir fahren gleich von der Autobahn runter, ne? Nach 8 Kilometern, oder? Ich weiß es nicht. Ich sehe meinen Track nicht, noch nicht. Ach so. Ich kann mal gucken, wann der zu sehen ist. Ah, wobei. Also, bei der Autobahn fahren. Der Track, der geht so ungefähr 10 Kilometer links von uns parallel zur Autobahn. Wir fahren hier schon die ganze Zeit parallel zum Track. Okay. Das heißt, wenn wir den irgendwann mal erreichen wollen, den Track, dann müssten wir mal links rüber irgendwie. Links ist auf jeden Fall besser wie rechts. Ja. Ja, musst du entscheiden, Klaus. Du fährst voran, also entscheidest auch du, wo wir langfahren heute. Ja, wir können ja gleich runterfahren. 6-7 Kilometer wird es nach links weggehen und ich glaube, dass wir dann auf den Track kommen. Also auf jeden Fall in die Richtung, das stimmt, ja. Ist das die 35 dann? Das kann ich nicht erkennen. Zeig mir das nicht an. Okay. Also wettermäßig ist es tatsächlich besser, wir fahren jetzt irgendwie nach links. Ja. 90 Grad. Ja, dann lass uns hier runter, oder? 5 Kilometer. Oder so. Ja. Dann werden wir hoffentlich nicht schon drin sein in 5 Kilometern. Ja, das hoffe ich auch. Holice, da müssen wir hin. Also die nächste ab und dann links rüber. Genau. Willst du hier schon runter? Ja. Ja, okay. Er sagt mir allerdings was von Streckenstellung 5 Kilometer. So. Aber geradeaus wäre man nass. Aber richtig, so. Müsste doch hier auch schon was stehen, wenn Holice gesperrt wäre. Oh, das sieht echt gruselig aus da hinten. Ja, das sieht echt schlimm aus. Im Gegensatz zu hier. Ja. Ja, aber das Doofe ist, das zieht von rechts nach links. Also wir müssen gucken, dass wir da auch durchkommen, ne? Ja. Also nochmal ziehe ich die Sachen nicht an. Wenn, dann stelle ich mich lieber irgendwo unter und warte einen halben Tag, bis das vorbei ist. Einen halben Tag, auch ja. Schön. Ja klar, das wirst du dann schon noch sehen, was du noch alles anziehst heute. Naja, egal. Aber dabei fällt mir ein, dass ich ja noch gar keine Bilder vom Salgaster Schloss gezeigt habe und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Nach dem gestrigen Abendessen sind wir vier nämlich noch ein bisschen im Schlossgarten herumspaziert. Besser gesagt, gewandelt. Und dabei haben Klaus und ich ein paar Aufnahmen gemacht. Ich mit der 360er am langen Selfie-Stick und Klaus mit dem Fluggerät. Zugegeben, besonders aufregende Aufnahmen sind dabei nicht gerade entstanden. Aber wir hatten leider auch nur wenig Zeit, denn laut Regenprognose zogen dicke Wolken auf und da waren wir schon froh, in der Kürze überhaupt noch ein paar Eindrücke einfangen zu können. Ja, zum Glück hatte Klaus noch Platz genug für die Drohne. Im Gegensatz zu mir, ich musste meine Mavic zu Hause lassen. Aber zwei baugleiche Videocopter dabei zu haben, wäre ja sowieso ziemlich unsinnig gewesen.
Das Schloss ist eine ursprüngliche Wasserburg aus dem 12. Jahrhundert und 1989 hätte man es wegen des Braunkohletagebaus fast weggeschoben. Aber nach der Wende wurden diese Pläne schließlich fallen gelassen. Eine gute Entscheidung, wie ich finde. Wäre doch echt schade gewesen. Da ganz da hinten ist das Riesengebirge, kann das sein? Ja. Oder Erzgebirge? Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht. Ist das Blech? Ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe wir hier sind. Erzgebirge müsste hinter uns liegen. Aber wenigstens ist es schön warm, ne? Also das ist jetzt echt nicht kalt, oder? 26, ne? Schon warm. Das ist irre da. Aber laut Regenprognose ist das heute der einzige Regentag, den wir irgendwie erwischen. Ab morgen sollte das tatsächlich alles weg sein. Und je weiter östlich wir kommen, je dichter an Rumänien ran, wird sowieso immer trockener. Und ich habe auch gesehen, dass es nicht so warm wird, nicht so sehr. Also es bleibt irgendwo zwischen 25 und 30 Grad die ganzen Tage. Zumindest die nächsten 8 Tage. Soweit wie man da gucken kann in der Regenprognose. Ich meine, ich möchte da nicht drin sein, aber es sieht faszinierend aus. Ja. So von hier aus gesehen. Ja. Genau, aus sicherer Entfernung. Vielleicht blitzt es ja noch ein bisschen, dann sieht es noch besser aus. Ja, hatte ich auch schon überlegt, dass es so hell ist, aber ja. War noch nichts. Ah, hast du gesehen? Nee, ab und zu muss ich auf die Straße gucken. Wahnsinn. Also Ulmens liegt quasi in Richtung dieses Turms da, dieses rot-weiß gestreiften Turms, da bitte in die Richtung fahren, dann kommen wir da hin. Jetzt ist die Frage, kommen wir an der linken Front noch vorbei vorher oder nicht? Tja, wir werden es erleben. Weil da sieht es links. Aber eben ein wahnsinniges Blitz, ich bin jetzt noch ein. Ein Ollmützblitz. Den haben wir heraufbeschworen. Oh. Also, um auf unseren Track zu kommen, müssten wir geradeaus über den Kreisel rüber. Egal, was jetzt die Route sagt. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja. Ja. Ui, nee, da will ich auch gar nicht hin nach rechts. Da wollen wir nicht hin, genau. Nee. Polizei. Dann machen wir halt Regenslalom heute, okay. Ja. Es ist halt dumm, dass das. Es kommt uns entgegen, ne? Es zieht von rechts nach links das Wetter. Ja. Ja. Im Moment fahren wir so an der Front. Ja. Richtig. Ja. Ja, wir müssen anhalten und schon mal abziehen. Aber das machen wir dann bitte im Trocknen, irgendwo an der Tanke unterm Dach. Ja, genau. Aber ich glaube auch, wir kommen nicht drum rum. Ich halte jetzt hier an. Hier ist aber kein Dach. Achso, es regnet ja auch noch gar nicht. Aber es regnet ja auch noch nicht. Das sollten wir hinkriegen. Oh Mann, ey. Oh Mann. Na gut. Ja. Na, wer weiß, wann ein Dach kommt, ne? Jetzt du sagst, wenn ich runtergehen darf, jetzt. Ne? Warte mal, Schatzi. Warte mal. Soll ich erst runter? Hilft ja. Dir das? Ja. Ja, das möchte ich sehen, wie du die Maschine und mich hältst, wenn wir ins Trudeln kommen. Sagen wir mal so, ich halte die Maschine fest. Du musst springen. Na gut, also wir ziehen uns jetzt an und dann hoffen wir das Beste. So, Scheiß. Ja,
Sonntag Moment. Können wir gut losfahren. Läuft schon. Läuft. Man kann hier nicht in Ruhe arbeiten. Doch. Ja, aber so. Erzähl mal von den Erlebnissen des Tages. Scheiße. So, geht trotzdem zusammengefasst. Dann wir sind schwimmen heute gewachsen heute. Was soll ich sagen? Ist Samstag und Sonntag schön. Nachts also um drei ging es los, der Regen kam. Dann kommen wir Sonntag da an. Erst normal und dann Starkregen. Ach so, doch. Und ich konnte dann eine Stunde nicht schlafen. Ja, bin um irgendwann sechs dann wieder wach geworden. Es regnete immer noch. Beim Frühstück regnete es auch noch. Wir haben uns dann drinnen angezogen, es regnete. Wir sind dann losgefahren, haben dann aber vorher entschieden, wir müssen gehen über die Autobahn, damit wir den Scheiß schnell hinter uns bringen. Wir haben sogar zwischendurch mal Siri. Interessiert ihr da drüben gar nicht, dass wir hier einen Film aufnehmen? Könnt ihr mal bitte? Mäßig bei euch. Alles gut. Das ist, man kann hier nicht arbeiten. Das ist das, ja. Selbstdarstellung. Ja. Die YouTuber. Gosh. Die Influencer. Schatzi. Du bist nicht Schatz. Du warst gerade bei Regen. Ja, also Autobahn. Und wir mussten dann auch zwischendurch mal tanken. Haben die Vorzüge der Autobahnraststätten in Tschechien in vollen Zügen genossen. War echt sehr gut, kann man nur empfehlen. Und wir hatten sogar zwischendurch die Regensachen dann mal aus. Das war dann, Dresden war mit Regen, Prag war mit Regen. Der Weg nach Brünn war mit Regen, zwischendurch, wie gesagt, mal eine halbe Stunde ohne. Dann kam aber eine Unwetterfront auf uns zu, da haben wir gesagt, jetzt ziehen wir die besser jetzt an, bevor es dann losgeht. Und das war Klaus Tipps? Genau. Tipp. Und 3 Kilometer später hatten wir dann stark Regen zur Abwechslung. Mhm. Aber diesmal nicht auf der Autobahn, sondern auf der Landstraße. Also die gibt es nicht nur auf der Autobahn, gibt es auch auf der Landstraße. Und das hat sich dann bis hierher zum Hotel in Olmütz dann auch fortgesetzt. Kurz vor Olmütz hat es mal für 10 Minuten aufgehört oder so. Ja. Und wegen der warmen Witterung waren wir da tatsächlich trocken in den 10 Minuten. Und ich habe mich schon echt gefreut, jawohl, kommst mit trockenen Klamotten im Hotel an. Aber nein, 5 Minuten vor dem Hotel hat es wieder angefangen. Gut, also ja. Heute war das Streichergebnis. Genau. Das Streichergebnis des gesamten Urlaubs. Filmen war fast nichts. Außer das, was jetzt kommt. Ja, wir haben vorhin an dem Dings kurz gefilmt. Ne? Nachdem wir um 10.30 Uhr waren wir ja kurz mal an so einer Autobahnraststätte. Ja. Ich glaube, als wir da losgefahren sind, haben wir kurz gefilmt. Und beim nächsten Halt haben wir gleich wieder alles abgerissen. Ja. Das war nichts. Dann haben wir einen Unfall noch vorhin gesehen. Ne? Einer hat ihr die rechte Schutzplanke abgeräumt, aber mal so richtig. Und einen Schlag links dann, in der Mitte. Die eingeschlagen, wegen allein beteiligt. Kurz nachdem wir losgefahren sind, hat es doch auch zwei. Genau, und da waren die zwei Schwarzen rechts an der Seite, genau. Okay. Ja. Ich hab zwei gesehen. Ja. Also, wenn es hier regnet, dann... Richtig. Erstens das und zweitens, die fahren hier echt wie die Wilden, ne? Ja. Den einen habe ich vorhin auch ein bisschen angemacht. Ich bin vorne gefahren, Peter hinten. Die fahren dir auf, also ohne Rücksicht auf Verluste, ne? Das war keine 5 Meter Abstand. Bei 5 hätte ich ja noch nie mal was gesagt, ey. Ich habe gedacht, mein Koffer ist gleich verbogen, ne? Ja. Alter. Ja. Kann man nicht anders sagen. Na gut, aber... Ja. Wir sind jetzt hier, das Hotel ist cool. Ich habe zwar keine Regenschirme. Das ganz da hinten das Hotel, ne? Ja, ganz da 200 hinten. 200 Meter in die Richtung. Wir lassen uns ein Taxi kommen. Und wenn es regnet, musst du hier zu Fuß durch den Regen latschen, um hier zum Restaurant, das zum Hotel gehört. Jetzt kommt das Essen. So, und jetzt kommt das Essen. Guck. Guck mal. Guck mal. Okay, danke. Wir kriegen mal wieder nichts. Gut, also dann essen wir jetzt was. Ich dachte, tschüss.